anachronistische, unausgearbeitete Bruchstücke. Warum das immer alles als unzureichend, als Lüge empfunden wird, nämlich aus dem Blickwinkel einer unvermeidlich anderen Seite heraus, als Hochstapelei, als Versprechen, das dann endet in hohlen Phrasen von Versprechern. Alle, die Wahrheit versprechen, hinterlassen diesen schalen Geschmack der Scharlatanerei, der falschen, nicht einlösbaren Versprechungen. Die Versprechung wird zum banalen Versprecher der Volksverführung, Demagogie, die Religionstetistereien. Der Weg zur wahren Unsterblichkeit verläuft über andere Wege als solche der Heilsverkündungen. Er verläuft über den Weg, dass Wahrheit Lüge immer ist zunächst. Proton Pseudos nämlich. Das ist strukturell so eingerichtet, nicht anders möglich, notwendigerweise. Enttäuschend jedoch auch, wenn Lacan, der heroischste Denker einer, sich von diesem Weg der doppelverlogenen Wahrheit und Wissen, sprich dieses durch Wissen verorteten Könnens, dieses durch Wissen verorten Könnens, allmählich abwendet, sich durch Moden korrumpiert, um zuletzt bei Aktionismen anzugelangen, um nur noch Knäuel des Lebens oder Todesstrukturellen zu flechten, die man zu durchschlagen habe durch die blinde Passage à l'acte, weil sie nicht aufzudrösen wären. Also auch Lacan ist den Weg vom Parmenides zu Heraklit oder zur Passage an Akt einer Hannah Arendt gelaufen, indem er sagt, der Sinn des Lebens ist Leben selbst, handeln, tun, machen, nicht quatschen, machen. Und dann ist der Anspruch eines Vollentsprechens umso lächerlicher. Klammer, von Sioran, Camus und solchen nihilistischen Verächtern des Leibes gar nicht zu sprechen, wie es im Lebendigen, ob propagierter Hoffnungslosigkeit und Absurdität, nun desenthalben umso mehr haben krachen lassen. Lediglich Pessoa und Leopardi haben ihren schwachen Herzen die Unerträglichkeiten des Realen zugemutet, bis sie zersprangen. Italiener sind stolz auf Leopardi, aber kein einziger lebt nach seinen Maximen, die sie gruselig erschaudernd wie eine kalte Dusche benutzen nach dem Sonnenbad, um noch mehr Genuss da herauszukitzeln aus dem Horror gänsehäutiger heute. Also auch Lacan wurde schwächlich und ließ sich zum Breitmaulfrosch breitschlagen, nicht den Chiffren sich ausschließlich mehr hinzugeben, sondern der Wohlwillfährigkeit vor dem Überwältigenden. Im Seminar 23 kehrt er allerdings ein wenig zurück zu den Chiffren, zum Symptom und Symbol. Schande, Schmach und Enttäuschung über dieses sich breitschlagen lassen angesichts des unmöglichen, unwirklichen, paradoxen, aporetisch-paradox-pseudischen, das dennoch das einzige Prinzip bleibt, das die Wahrheit für sich in Anspruch zu nehmen vermag. Dies ist hier aufzuzeigen. Was die Wahrheit ist? Ja, was die Wahrheit ist, wir werden es sagen. Wir sagen es nicht als Erster, sondern wiederholen nur die Ahnung eines Anaximander, der an der Katabasis allen Denkens es erfasst oder erahnt hatte bereits. Nur noch ein Weilchen Geduld, bis wir die Büchse öffnen. Die Wahrheit ist immer eine symbolische Setzung, eine artifizielle Menschensetzung in der Erkenntnis, dass es immer die eine Unwahrheit, die eine Lüge auf der einen Seite ist, die gegen die andere Lüge auf der anderen Seite zu kämpfen hat, auf wenigstens zwei polaren Seiten, wobei es in Wirklichkeit 2 hoch 3 Seiten sind.